Existiert eigentlich eine neue Map? Wurde sie deaktiviert? Ist irgendwas passiert? Ich habe keine Ahnung, aber ich bekomme sie nicht. Aber gut, wir gehen rein mit dem gebufften Myers, der jetzt auf Entfernung um einige schneller stalkt. Wie ihr sehen könnt, wir geben gerade ultra hart Gas und ich verstecke mich jetzt, damit sie sich ein bisschen umschauen. Oh nee, da ist er nirgends. Alles gut. Und dann bin ich wieder da. Hallo. Je weiter man weg ist, desto schneller stalkt man jetzt mit Myers. Also ist alles komplett umgekehrt wie zuvor. Je näher man dran ist, desto langsamer stalkt man jetzt. Zusätzlich ist es so, dass man Survivor jetzt doppelt so lange stalken kann. Was sehr geil ist. Und dann habe ich schon mal einen geilen Down. Würde ich ganz frech behaupten. Okay, das war relativ weird. Weiter geht's dann direkt mal zu der lieben Michaela. Und ich freue mich, by the way, sehr über diesen Myers-Buff. Es war unfassbar nötig, mal wirklich. Weil Myers ist schon so lange in diesem Spiel und trotzdem hat er einfach noch nie einen Buff abbekommen. Noch nie einen relevanten Buff. Und zusätzlich sind die Tombstone-Pieces ein bisschen genervt worden. Jetzt nicht hardcore oder so, aber sie sind schon genervt worden. Oh, und sie macht das relativ gut. Ich finde es halt generell geil, dass durch diesen Buff jetzt einfach generell mehr Stalking aus der Entfernung belohnt wird, was halt auch besser zu Myers Lore passt. Und zusätzlich verliert man seine Power halt sozusagen nicht einfach. Weil man schon jeden voll gestalkt hat. Das passiert jetzt halt so gut wie gar nicht, ne? Aber ein Nachteil ist natürlich, je näher man dran ist, desto langsamer stalkt man auch. Das ist halt so ein kleiner negativer Faktor. Ich huck dich mal. Aber all over wirklich, ich glaube, das ist eigentlich so ziemlich das Geilste, was sie hätten machen können für Myers. Myers ist jetzt kein S-Tier-Killer direkt oder so. Aber er ist jetzt halt viel spaßiger, viel Lore-Accurater und einfach generell ein ziemlich geiler Killer jetzt. Würde ich mal ganz frech behaupten. Und hallo, Tori, dich habe ich gesehen. Let's go. Und man bekommt Tier 3 jetzt halt auch so schnell einfach, was halt so gut ist. Weil das Problem bei Myers war halt immer, man musste nah dran sein, um viel Stock zu bekommen. Nah dran sein hat aber natürlich auch bedeutet, die Survivor haben einen natürlich relativ gut und relativ schnell gesehen. Oh, wo bist du denn hin? Ah, hier bist du, okay. Und jetzt, dass man halt von weiter weg stalken kann, bedeutet einfach, man kann viel sneakier stalken, sich direkt 99 und dann ist eigentlich alles relativ geil, würde ich. Okay, würde ich behaupten. Lady? Jetzt achtet's. Schade. Wäre geil gewesen, ist aber trotzdem irgendwie aufgegangen. Auf irgendeine verrückte Art und Weise. Okay, weiter geht's. Weiter geht's hier direkt. Ich kann halt direkt mal sagen, Myers macht 100-mal mehr Spaß. Er macht wirklich zu 100% viel mehr Spaß als jemals zuvor. Der Dude ist jetzt halt wirklich ein richtiger Killer. Und man startet in die Runde halt auch nicht mit Slow Speed des Todes rein. Man hat einen normalen Movement Speed Bullshitter. So wie eben jeder 4.4 Killer. Und ab dem Moment, wo man in Tier 2 ist, ist man 4.6. Sehr, sehr geil. Und auf jeden Fall auch sehr, sehr wichtig, dass das jetzt der Fall ist. Okay. Genau noch während Tier 3, dass wir schön den extra Launch noch mitnehmen. By the way, funktioniert der neue Perk von Houndmaster zusammen mit Q. Das stackt sich hoch zu einem Ultra Swing.
Und das ist halt einfach nur insane des Todes. Ich würde es hier gerne auf Myers zeigen, aber leider habe ich den Perk nicht auf Tier 3 bei ihm. Auf den Live-Servern werde ich das Ganze aber definitiv sehr oft spielen, weil es ist hilarious, es ist funny des Todes und naja, die einzige Frage ist eigentlich, wird's auf den Live-Servern auch überhaupt so sein? Oder denken sie sich, nee, das ist ein bisschen zu crazy? Würde ich verstehen, by the way. Könnte ich verstehen. Whitey Boy. Dwighty Boy. Dwighty Boy. Dwighty Boy. Okay, reicht jetzt. Hat jeder Dead Hat? Hat jeder Dead Hat gerade? Ist Dead Hat wieder beliebtester Perk des Jahres? Oder was ist hier gerade los? Homie, warum läufst du hier hin überhaupt? Warum läufst du hier überhaupt hin, mein Bro? Das ist nicht gut für dich. Das ist nicht gut für dich. Kann ich das spoilern? Ist nicht so, als hätte ich es ihm nicht gesagt, ne? Okay, rauf geht's für dich und let's go. Der Gameflow ist halt so viel mehr halten. Du musst dich einfach mal eine Minute straight up stalken, um überhaupt ein normaler Killer zu sein. Du kannst halt direkt von Anfang an loslegen. Und das ist halt unfassbar cool. Und vor allem Leute, die Myers generell als Charakter feiern, von den Halloween-Movies oder sonst irgendwo. Ihr habt gewonnen. Ihr habt gewonnen. Für Myers hätte man gefühlt nichts Besseres machen können. Ich würde noch immer arguen, höchstens B-Tier. Wenn überhaupt, aber es ist halt ein absolut krank guter Killer jetzt zu spielen. Es macht ultra Spaß. Es macht ultra Spaß. Homie? Dass man jetzt halt immer so fliegt, wenn man gestunt ist. Also beruhigt euch mal. Was soll die Scheiße? Ich will das nicht. Lassen Sie mich bitte in Ruhe. Das ist ja schon belästigend. Okay. Oh, wait a second. Great movement, my lady girl. Warum lobe ich Menschen? Ich muss aufhören damit. Jedes Mal, wenn ich jemanden lobe, dann, naja, verkacken sie. Direkt. Komisch, aber wahr. Ja, und ich würde sagen, drei Leute sind auf jeden Fall raus. Und das war eine sehr spaßige Runde. Und vor allem, Q in Kombination mit dem neuen Perk, stelle ich mir unfassbar geil vor. Und du kleine Ratte, du miese kleine Ratte. Er ist auf Full Risiko gegangen. Und es hat sich sogar gelohnt. GGs, sehr, sehr spaßige Runde. Okay. Wo ist die Tori? Excuse me, Tori. Ja, wahrscheinlich findet sie Eddie Hedge. Wahrscheinlich findet sie Eddie Hedge oder läuft gerade einfach straight up raus. Kann alles passieren. Ich glaube auf jeden Fall nicht, dass ich hier irgendwie noch einen Kill bekommen werde. Sie ist im Basement. Und das Basement ist nicht hier. Das Basement ist im Main Building, natürlich. Wie unlucky. Nein, nein. TTs. TTs. Bin ich jetzt nicht cool, aber it is what it is. Und Myers ist endlich ein spielbarer Killer und kann endlich Ciao zum D-Tier sagen. Also endlich. Er ist keiner der schlechtesten Killer im Spiel mehr. Und das bedeutet mir wirklich sehr viel. Weil der Homie hat mich während meinen Winstreaks und generell während jeder dummen DBD-Series komplett abgefuckt. Jetzt nicht mehr. Jetzt endlich nicht mehr.